Moin mir da und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf. Auf, Gerilein. Ich komme. The Cosmic Shake. Es geht weiter mit Welt 4. Die Gary-Welt anscheinend. Ladezeiten. Sind sehr schnell. Vielleicht liegt es auch an der SSD. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schnell. Kreaturen an Patrick. Sie. Schwein. Gruselig. Oh ja, das hätte ich als zweites geraten. Oh, hier ist alles gruselig. Es ist kalt und feucht und riecht wie der Müll hinter dem Abfalleimer. Das klingt ganz genau wie diese Knipperpfütze, in der du stehst. Sicher die Überreste der Opfer des Monsters, das hier durchschwamm. Wir müssen Gary schnell finden. Na gut, da hat er vielleicht... Ist das etwa Rock Bottom? Waren wir da nicht schon im letzten Teil? In Rehydrated? Da waren wir auch in einer Rock Bottom-ähnlichen Area. Cool, I like, ich mag. Rock Bottom finde ich sehr cool. Also auch im alten Spiel, aber vor allem natürlich in der Serie. Mega. So, der Bus. Der hätte uns eigentlich wieder nach oben nehmen sollen. Geil. Die Straße hier nach oben. Mega. Ja, das ist doch schön, oder? Das ist mega cool. I love it. Der Candy-Automat, also der Süßigkeiten-Automat ist auch da. Und... ja. Alles, was das SpongeBob-Herz begehrt. Oh. Ja, sehr schön. Den muss ich mir auch nochmal genau angucken. Nur vergessen. Okay, nicht verschwunden, nur vergessen. Damn. Schön, sehr schön. Das kann also mehrmals auslösen. Das ist immer schön. Ja, schön hier. Fließband, warum? Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay. Ja, ich glaube, wir haben echt viel zu viel von diesen Dingern übrigens. Ich weiß nicht, ob man davon später nochmal irgendwie eine höhere Anzahl braucht, aber ey, wir sammeln so viel davon. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Oha. Ich meine, ich würde natürlich trotzdem da einmal gerne oben drauf, aber... was ist das denn? Wir haben es anscheinend noch nicht. Schade. Dann wird das wohl auch nichts. Solange man hier nicht irgendwie hochkommen kann. Oh, komm, 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 komm. Easy. Mega. Cool. Das hat geklappt. Ja. Das gibt auf jeden Fall Gelee. Wo ist die Plattform denn da gewesen? Ich weiß es nicht, aber schön. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber es hat auf jeden Fall so geklappt. Na dann. Oh Gott. Achtung, Achtung. Oh. Das sieht aus. Okay. Also ich habe das jetzt richtig gesehen. Also die Dinger sind, die vereisen. Ich habe gar nicht was zugeguckt. Ein gruseliger Glibber. Ein Grobber. Ein Grobber, das klingt ja schrecklich. Da hinten. Oder doch hier. Hier. Oh, okay. Ja, also auf jeden Fall nicht in das da reingehen, das ist klar. Zack. Und zack. Vielleicht können wir uns in den Busch verstecken. Oder vielleicht können wir einfach nach Hause gehen. Und das wäre schön. Lerne Gruselgelee ausweichen.
Okay. Die Geschwindigkeit ist ja gar nicht. Also kann man da hier... Man muss schon stehen bleiben. Okay. Also sie sind schon nicht die cleversten. Wow, schön wieder Licht. Was? Der Lichtpegel bleibt gleich, wenn die sich umgucken. Das ist lustig. Denk dran, SpongeBob. Tu einfach so, als ob gruselig komisch wäre und spiel Verstecken mit ihnen. Gute Idee. Wir werden gewinnen, weil sie noch nicht mal suchen. Naja. Die sind schon am Suchen in irgendeiner Form. Oder? Süß und klebrig. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Was war das? Ach so, die bewegen sich. Okay. Das erklärt es gerade. Nicht doof. Ne, ne. Erschrecken mit Bu. Oh, ah, okay, aber mit X. Nein. Also man kann die wirklich... Na, okay, also mit der Taste eben. The usual. Boom. Sehr gut. Das ist. Das macht das Ganze wirklich angenehmer. Wenn man die wirklich verkauen kann. Aha! Da ist ja wer. Flöckchen! Oh Gott. Das war fast falsch. Okay. Achso. Da gerade ist jemand weggesprungen. Okay. Oh, welches Monster würde einfach so einen Schokoriegel wegwerfen? Ganz allein, halb gegessen, ohne Verpackung. Wir müssen Gary finden, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Sollten wir den Schokoriegel nicht besser an einen sicheren Ort bringen? Zu schade, dass meine Schokotasche in meiner Schokotasche Tragetasche ist. Dann muss ich ihn wohl stattdessen in meinen Mund stecken. Warte kurz. Irgendwas von diesem Blibber kommt mir doch sehr vertraut vor. Kalzium mit einem leichten Hauch Protein und viel Liebe. Das ist kein Blibber, das ist Schleim. Garys Schleim. Das ist viel Schleim für so eine kleine Schnecke. Er hat sicher Angst. Wir müssen ihn finden. Wow, das ist wirklich viel Schleim. Also, ich weiß nicht, ist die Schnecke vielleicht gewachsen? Ich finde das echt nett, dass man die erschrecken kann und damit, ja, quasi komplett ausschalten. Das macht das Ganze echt ertragbar. Hm. Sehr ertragbar. Okay. Man kommt hier so viel, so überall hin. Das ist ganz komisch. Da frage ich mich, wo wir denn wirklich lang müssen, also, um weiterzukommen. Naja. Da, geht ein, müssen wir. Und warum ist das hier? Und was machst du denn hier, so ein Kind? Die sind echt... Oh, ein bisschen dumm, wollte ich gerade sagen. Nicht umdrehen. Okay. Du auch nicht umdrehen. Okay. Das sind übrigens entspannte Gegner, weil man die einfach so fix umnieten kann, wenn man sie mal dann ausgetrickst hat. Oh Gott. So, nicht hier in die Falle fallen.
Huch! Was zur Hölle? Okay, das klappt so nicht. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wo ich bin. Okay, man muss X spammen ganz schnell und dann kommt man da auch wieder raus. Okay. So, hier war aber doch noch gerade was. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Und hier auch. Auf diesen Fließbändern. Okay. Ja, es ist so viel los. Wow. Das scheint alles so ungewollt hier zu sein, aber es hier ist so viel. So. Hier rauf kommt man wohl nicht. Nee. Aber dahin kommt man. Yes, das will ich doch gern. Einmal bitte. Danke. Was ist das für einer? Oh, das Laubgebläse wieder. Hier war ich aber auch noch nicht. Boah, ey, diese. Das ist so groß hier alles. Ich komme gar nicht klar. Oh. Und das ist ein wenig durchlässig. Naja. Ist okay. Ich kann verzeihen. So. Na? Sorry. Not sorry. Noch eine. Wow, okay, krass. Da komme ich ran, oder? Ja. Eine Golddublone. Eine Golddublone. Ein Gelee am Grabstein. Okay, ja, schon. Ich meine... Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. So, das fühlt sich so an, als hätte man denen so sein letztes Hab und Gut weggenommen. Kommen wir da? Waren wir da? Warte mal. Doch. Ja, hier waren wir schon. Da muss ich nicht mich so komisch... Da muss ich nichts Komisches machen. Alles gut. Süß und klebrig. Kille, kille. Okay, nicht umdrehen. Sehr gut. Ha. Wir haben ihn. So. Nee, hier waren wir noch nicht. Oder? Boah, ich bin so verwirrt. Obwohl doch, das ist das. Ah, das ist das. Das ist hier. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich weiß, wir können hier rein. Ey! Ja, perfekt. Oh, Patrix! Patrix, Pommes Schokolade? Bin schon viel besser. Huch! Wer ist Tom? Aber habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Ich bin super verwirrt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gerade was gemacht, was ich gar nicht hätte machen sollen. Oh Gott. Hilfe! Gary! Nein, ist ja nicht nur Gary, aber trotzdem. Eieiei. Hier kommen wir wieder zurück. Hier.
Ich bin einfach zu gut in diesem Orientierungsgame. Das ist es. Ich hab das einfach drauf, ja, mich orientieren. Das ist schon so ein Grabstein. Vielleicht kriegt man dafür ein Achievement. Oh Gott. Letzte Worte. Sieh dir das an. Schön. Der war gut. Ein guter Joke. Ein guter Witz. Okay. Na dann. Lasset uns weitergehen. So, hier ist ein... Ist das ein Safe oder so? Naja. Was sagst du denn? Der schreckliche Schleim, den das Monster hinterlässt. Was für eine ekelhafte Kreatur macht sowas? Monster? Ich fasse es nicht. Richtig gut. Wir haben die schon alle umgenietet. Ich hab gar keinen Grund. Ist das Mrs. Puff? Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Mrs. Fluff. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckengau. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen. Es gibt nur einen Weg, um so viele Süßigkeiten zu besorgen, wie wir brauchen. Nein, wir spielen Süßes oder Saures. Oh, das sollte auch funktionieren. Okay. Das tun wir. Geh zurück zu Tom. Ich habe keinen Plan, wer Tom sein soll. Auf jeden Fall haben wir irgendwas... Ja. Ach, ist auch Wurst. So. Na dann, gehen wir mal hin. Hallo. Hä? Was für ein nettes Kostüm. Wie kann ich euch Jungs helfen? Süßigkeiten, 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 Süßigkeiten! Oh, aber natürlich, mein Lieber. Hier, nimm einen Schokoriegel. Den hat sie denn zufällig vor ein paar Jährchen von einem gelben Schwamm gekauft? Wow, Retro! Danke! Ja, nett von der Dame. Ich hätte jetzt eigentlich bei dem Alter aus so ein Wert das Originale gehofft, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, da ist... Oder nee, da geht's weiter. Okay, dann schlagen wir die Tür auf. Schokolade, Schokolade! Endlich Schokolade! Ich merk schon. Wenn Gary nicht wäre, könnte ich nach Hause gehen und Meerjungfraumann und Blaubarschbube anschauen. Ich hoffe, er hat einen guten Grund dafür, dass er in Schwierigkeiten steckt. Weil wir mit magischen Seifenblasen gespielt und das Gewebe der Realität zerrissen haben, wodurch ein kosmisches Chaos entstanden ist, das ganz Bikini Bottom in Gefahr bringt? Ich sagte doch schon, einen guten Grund. Ja. Schokolade! Der Gesichtsausdruck. Du hast Angst. Ich habe keine Angst. Du hast Angst. Du siehst aber niedlich aus. Wow. Das ist aber nicht nett. Was machst du hier? Ach du? Okay. Nope. Hört sich ein bisschen an wie so Inklinge, ne? Naja, hier. Dass alle in meiner Schule sagen, dass ich der klügste, talentierteste und coolste bin, das tun sie. Oh, ich weiß nicht, Mama. Die werden sich über mein Kostüm lustig machen. Alles wird gut. Hab keine Angst. Dein Kostüm sieht toll aus. Danke. Naja. Ich sag mal, er hat sich Mühe gegeben, ja. Er hat's versucht. Es gibt Points for Trying.
Okay. Ich habe einen Stein gekriegt. Meine Güte, ey. Ist hier eigentlich irgendwas real? Gibt's hier, wohnt hier irgendjemand wirklich? Nein. Hier aber, oder? So abgelegen, da muss jemand wohnen. Danke. Ich kann deinen Akzent nicht verstehen. Süßes oder saures? Oh, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Hier, nimm einen Schokoriegel und tolles Kostüm. Übrigens. Danke. Ja. Fand ich auch. Oder übrigens doch, da geht's doch irgendwie hin. Aber wie? Wie? Naja. Es ist ein Problem für Zukunftsmika, würde ich sagen. Wir kriegen das schon raus. Nope. Süßigkeiten! Eieiei. Hast du meine Schnecke gesehen? Klein, niedlich, süß und mit ausdrucksstarken Wimpern. Das stimmt. Wenn sie wirklich süß ist, hat sie vermutlich das Monster mitgenommen. Oh Gott. Es hat unser aller Halloween verdorben und alles Süßes geklaut. Das letzte Mal, als es gesehen wurde, kroch es die Rennstrecke hinunter. Ich glaube, die Rennstrecke führt direkt zu seinem Versteck. Hast du wenigstens Schokolade? Dort labt es sich an unschuldigen Süßigkeiten und Haustieren. Armer Gary. Patrick, wir müssen mehr Süßigkeiten finden, um auf die Rennstrecke zu kommen. Hier, nimm einen meiner Riegel für die Teilnahmegebühr. Mit deinem vollkorallen Kostüm hast du ihn dir verdient. Danke. Du hättest auch mehr helfen können mit einem zweiten Riegel zum Beispiel. Hättest du noch aushelfen können. Oh, das ist auch ein interessantes Kostüm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie soll ich da hochkommen? Hilfe. Nee, da nicht, da nicht. Ja, das ist eine Welt hier. Nein, kriegen wir das so ein bisschen... So. Hier, mal den Aufzug nehmen. Ich hätte gern eins mit Streuseln. Wie kannst du jetzt an Eis denken? Sieh nur! Na? Nö. Auch nicht. Oh Mann. Was ist denn da hinten? Ist da irgendwas von... Nee, von da kommen wir. Ja, von da kommen wir. So. Da oben. So. Meine Güte. Und jetzt stehen wir vor dieser Tür. Wow, es ist ja super weird. Heiliger Neptun! Habt ihr eine Flosse locker, so herumzulaufen? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass mein Kostüm so angsteinflößend ist. Wovor hast du denn Angst? Schachteln, Mann, Schachteln! Man weiß nie, was drin ist oder wohin sie einen bringen. Und dann ist es zu spät. Und du siehst genau wie eine aus. So quadratisch, wie du bist. Manchmal ist in Schachteln auch was Gutes drin. Wie zum Beispiel Krabbenburger. Oh ja. Schätze, da hast du recht. Hier sind ein paar Süßigkeiten. Danke. Balance? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Das sind alle Süßigkeiten, die wir brauchen. Jetzt können wir sie alle Mrs. Puff geben. Müssen... Das oh, Patrick. Du tust mir so leid. Du schon wieder. Hast du die Regeln für die Teilnahmegebühr mitgebracht? Took a minute, aber ja. Nüssen. Oh, wie edel. Jetzt halt still. Das wird wehtun. Moment, was? Es ist ein Schneckenrennen. Du oh nein. Eine Schnecke sein. Oh Gott. Und schnell, los. Oh Gott. Kommt jetzt die...
Es geht los. Schneckenmodus. Okay. Also. Schneller, Spongeschneck, schneller! A drücken ganz oft und dann kommt man da lang. Oh oh. Es dreht sich wie Mario Kart DS in Bowsers Festung. Ein kleiner Klaps reicht schon. Die Schnecken, ey, die sehen. Die sehen aus. Ach, wir fallen runter, aber die Schnecken, denen macht das nichts aus, oder was? Ja, nochmal neu. Und vor allem hier muss man aufpassen wegen diesen Schnecken da. Man hat irgendwie schlechte Karten, wenn da so eine Schnecke im Weg ist. So. Wenn der Rest tut ja nichts. So hier. Ne? Sind die kein einziges Mal im Weg. Ich finde die wirklich sehr wütend aussehen. Die sehen echt wütend aus. So. Ein kleiner Klaps reicht schon. Das war ja spannend. Oh Gott, vielen Dank. Oh, du hast überlebt. Ich wollte sagen, du hast das Rennen gewonnen. Glückwunsch. Jetzt nervt die anderen Kinder. Interessant. Das impliziert ja, dass sie ein Kind ist. Was? Okay. Interessant, dass das jetzt einfach so passiert hier. Achso. Nee. Von wo kommen wir denn? Ich weiß nicht mal, von wo wir kommen. Ja. Das. Das ist Puff. Ah. Okay. Wir gehen weiter. Da drüben leuchtet eine Süßigkeit. Ich frage mich, wie sie wohl schmeckt. Nicht anfassen, Patrick. Erdbeeren, die mag ich am liebsten. Haben wir die jetzt? Sieht ja so aus, als wären die weggeflogen. Wer hat das gesagt? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin's, Patrick. Ich dachte, ich bin Patrick. Nein, ich bin SpongeBob. Du bist Patrick. Okay. So. Vielleicht sollten wir Licht machen und nachsehen. Wer jetzt Patrick ist und wer nicht, oder was? Ja, das ist eine gute Idee. Oh. Da ist was Interessantes. SpongeBob, hier ist es zu dunkel. Mach was. Diese Kabel leuchten. Vielleicht sollen sie durchbrennen. Aha. Na, dann schauen wir mal, wo die lang gehen, I guess. Also, das geht da lang. Ja, ja, ist okay, aber. Hm. Die müssen das. Also, ich glaube, man muss einfach den Schatten richtig werfen, würde ich jetzt auch mal behaupten. Aber wie? Ist jetzt natürlich die andere Frage. So.
Ich weiß es nicht, aber ja, wir folgen dem Kabel. Warum nicht? Wir folgen dem Kabel. So. Hier oben ist eins auf dem Weg. Dann nehmen wir das gleich mit. Kabellage hier. Zack. Da geht wahrscheinlich eins an. Jetzt haben wir noch drei andere Lampen. In die Richtung. Nicht schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich die Augen zu habe oder ob es so dunkel ist. Es ist nicht nur dunkel, Patrick. Es ist fortgeschrittene Dunkelheit. Oh nein, nicht fortgeschrittene Dunkelheit. Sehr nett vom Spiel, dass es uns hier einfach rübergehen lässt. Das finde ich gut. Finde ich ganz cool. Fortgeschrittene Dunkelheit. Lampe Nummer 2 ist am Brennen. Ich fliege. Auf die Mund. Auf die Mund. So. Ja, sie hatten einfach keine Ahnung, mit wem sie sich da anlegen. Okay. 3 von 4. Und hier ist noch was? Fragezeichen. Oh Gott. Die Postelkrabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Wow. Da habe ich mich irgendwie noch draus gerettet. Ich fasse es nicht. Und jetzt müssen wir noch da hoch. Hier ist noch so ein Grabstein. Hab dir doch gesagt, dass ich krank bin. Er war sehr krank. Ich fliege! Nein! Oh, da oben ging es einfach weiter. Oh, schade. Mist. Okay, warte. Die große Krabbe Pizza. So. Ist die Pizza super knusperig. Tja. So einfach kann das sein. Lieferung kommt. Alle weg hier. Dann. Oh, oh Gott, ich dachte jetzt, der trifft mich. Nicht, dass ich glaube, dass hier das ist, aber ich dachte, Problem geht über Studieren, ne? Mhm. Also man kommt hier auf jeden Fall lang. Das steht fest. Aber da ist ja auch schon der... Okay. Aha, aha. Aber das ist gesperrt. Als ob man hier nicht lang kommt. Okay. Aber als ob man hier nicht lang kommt. So. Natürlich kommt man hier lang. Dieses Spiel ist viel zu verglitscht. Okay. Da oben ist nichts. Alles gut. Schauen wir uns das Gebäude an. Die große Krabbe Pizza. Sandy. Sandy! Ich meine natürlich... Sandy. Ich heiße Candy, mit hartem C. So hart wie das Karamell in Großmutters Süßigkeitenschale. Danke, dass ihr den Strom wiederhergestellt habt. Kein Problem. Wir suchen nach meiner Hausschnecke Gary. Er hat sich verirrt und wurde vermutlich von einem Monster gekidnappt. Hast du ihn gesehen?
Dein Tierchen habe ich nicht gesehen, befürchte ich. Aber dieses Monster, man behauptet, sein Versteck wäre im Museum. Es ist gefährlich, aber das ist vermutlich deine beste Chance, deinen kleinen Freund zu finden. Klingt vernünftig. Wir sollten das Monster fragen, ob es Gary gesehen hat. Ja. Patrick, ich glaube nicht, dass Monster reden können. Wisst ihr was? Mein kleines Monstertheater ist hinüber. Macht es euch was aus, mir dabei zu helfen, es wieder herzurichten? Wenn ihr mir helft, dann öffne ich den Weg zum Museum für euch, damit ihr nach diesem Monster und eurem Freund suchen könnt. Das gefällt mir nicht. Aber wenn auch nur die Chance besteht, dass Gary bei diesem Monster ist, bleibt uns keine andere Wahl. Oh, armer Gary. Reparieren wir das Theater. Ja, kriegen wir hin. So, ich denke mal, das muss hier hin. Also hier hin. Das muss dahin. Dahin. Das muss so. Er muss. Nee. Warte, vielleicht muss das so. Das so. Und das so. Yep. Danke, Quadratschädel. Und jetzt mach dich mit deinem schwebenden Kumpel auf die Flossen, bevor das Publikum kommt. Mit diesem lustigen Ballon kann man keine Gruselshow veranstalten. Das stimmt. Ich Ach ja. Fliege. Wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen vergessen, aber... Der Burgerbrater. Oh, Nosferatu. Die Folge. Ich weiß nicht mehr. Muss enorme Angst haben, das arme Ding. Vielleicht ist das nicht alles Garys Schleim. Vielleicht hat das Monster eine ganze Horde Schnecken gefangen. Noch mehr süße Schneckchen in Gefahr? Oh, hoffentlich nicht. Gary geht's bestimmt gut, oder? Der chillt da, der kann das doch. Gary ist doch ein kompetentes Schneckchen. Gary ist doch ein kompetentes Schneckchen. Kann man da hinten hin? Ich finde, das sieht voll aus. Als könnte man da hin, aber wahrscheinlich nicht. So. Dann geht's hier weiter um. Und klebrig. Wow, diese Spur führt zu einem ganzen Museum. So belesen. Ja, jetzt könnte man ja rein theoretisch da außen rumgehen, aber... Das gibt's ja auch noch. Ein kleiner Klaps reicht schon. Bum. Bum. Oh Gott, da nicht reindongen. Wow, 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 wow. Okay, also man muss an der Stelle tatsächlich springen, sonst ist man verloren. Und es geht auch weiter. Okay. Okay. Ach so, da hinten ist so einer. Das ist so einer in dem Sinne. Bumm. Ja, ist hier noch was? Ja, in der Mitte ist halt noch so ein Ding, wo wir noch nicht reinkommen. Naja, es gibt ja auch noch wirklich keinen Grund, hier irgendwie zu backtracken, also. Huch. Warte. Schmeckt fabelhaft. Oh, ja. Ist das ist jetzt... Ich hoffe mal... Ein kleiner Klaps reicht schon. Nee, alles gut. Wir haben das alles gut gemacht. Und nochmal, weil es so schön war. Okay, ist einfach ein weiterer, ein kleiner Extra-Weg. Ohne... Ein kleiner Klaps reicht schon. Ohne wirklich einen Sinn zu haben. Ich kann mein Haus von hier aus sehen. Oh, warte, Stein. Das ist ein anderer Stein. Naja, aber deinen Stein haben wir schon gefunden hier. Huch, okay, einen überspringen, warum nicht?
Weiter geht's. Ich lustig, ich hab die ganze Zeit... Jetzt geht's nach oben, aha. Wow, er ist echt gut im... Lecken, I guess? Keine Ahnung. Hier ist sonst nichts. Ich habe echt nochmal Lust auf Rehydrated hier nach, hab ich das Gefühl. Ich habe es nämlich nicht mehr ganz im Kopf, wie das war. Das würde mich einfach mal interessieren. So, hier noch irgendwas Spannendes. Sieht nicht so aus. Sieht eher so aus, als würde ich hier gleich einfach aus der Welt teleportiert werden. Nein? Wow. Okay. Ich meine, die sind natürlich auch nur einzelne, aber... Hey. Vielen Dank. Nehme ich so. Nehme ich so. Und ab ins Museum. Nachts im Museum. Sehr schön. Okay. Oha. Okay. Oh, und die schweben schon wieder. Ja, cool. Okay. Ich bin gar nicht hier. Auf der anderen Seite. Oh Gott, ihr seid schon echt ein bisschen dämlich. Abstrakte Kunst hier, wa? Ha! Neue Kostüme. Sehr schön. Ja. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen gerade. Ich meine... Hier ist einfach ein Museum von Gary-Sachen, also... Ist doch schon... Oh. Nicht alles ist schön, aber... Aber selten. Siehst du? All diese Schnecken hat das Monster entführt! Da! Es ist Gary! Gary, ohne dass die Monsterschnecke uns sieht! Gary ist die Monsterschnecke! Oh, sie werden so schnell groß, oder? Diese riesigen Schokomengen führten zu einem Zuckerrausch. So können wir ihn nicht mitnehmen. Erst müssen wir ihn vom Zuckernachschub abschneiden. Schon dabei, Kumpel! Okay. Besiege Gary. Und Gary ist richtig am Schauen. Wo müssen wir hin? Nach links, wa? Du-di-du. Nee. Wo müssen wir denn hin? Zum Automaten. Ja. Wie? Alter, Gary! So, jetzt kommen wir hoch. Eben noch nicht, weil der Absperrband war. Das macht Sinn. Er ist wieder am Schauen. Kann man hinter dem Schnecken lang gehen? Müssen wir gar nicht. Sollte auch so klappen. Yes. Bäckchen? Hat er gerade gesagt, wie seine Bäckchen?
Ich meine. Okay, jetzt würde ich ja mal wirklich hintergehen. Oh Gott, seine Augen sehen sehr hypnotisierend aus. So. Ja, Gary ist der Böse. Hm. Also, dass er riesig ist, damit hat man ja schon ein bisschen... Oh! Gary ist verliebt. Hätte man ja, konnte man schon ein wenig rechnen. Oh Gott. Ups. Ist ein bisschen gruselig so, oder? Ja. So. Das ist die Nummer 7. Doch, die Folge fand ich so gruselig als Kind. Oder da mit der Oma, die ihn immer gefüttert hat. Mit Keksen. Oh, das war auch gruselig. Eine sehr gruselige Serie, SpongeBob. Schon an sich. So. Hier einmal warten. Ich weiß gar nicht, bis wann jetzt. Er freut sich voll. Da liest er gerade vor in seinem Traum. Hör auf zu kotzen und zu rülpsen. Okay? Das ist eklig. Er guckt noch nicht. Okay, doch, aber er guckt irgendwie zur Seite. Oh, sorry. So. Gary, aus. Gary bringt das ganze Museum zum Einstürzen. Er muss hier raus, bevor wir alle unter Trümmern enden. Aber Gary ist noch riesig. Keine Sorge. Er wird bestimmt wieder ganz normal, wenn wir zurück zu Hause sind. Ich hoffe, du hast recht, Patrick. Ich hab doch noch nie falsch gelegen. Wow, große, große Blase, die er da machen musste. Ich glaube, ich liege ausnahmsweise mal falsch. Na. Aber das war die Welt schon? Das ging schnell. Jetzt geht's da weiter. Und da auch. Und Patricks Haus ist wieder da, aber voller Schleim. Schnitt. Ja. Okay. Ah ja, da geht's. Manchmal glaube ich, gesteuert zu werden. Was? Huch, und du bist jetzt echt einfach immer noch pissig? Gary, what the... Was ist so... Warum? Entspann dich. Mein Freund. Oh, man kann ja doch getroffen werden. Ich dachte, das geht gar nicht. Oberhalb des Meeresspiegels, wo du austrocknest? Nun ja, vielleicht nur vom Mesopelagier aus. Mit dem Hunger des Pelagiers habe ich schon lange nichts mehr am Hut. Was habe ich jetzt gemacht? Ups.
warum? Aber ich hab das Gefühl, ich habe das schon gemacht, oder? Kommt mir sehr bekannt vor. Na gut. Und hier ist noch nicht so viel. Er steht außerhalb der Barriere. Oh, ihr zwei seid es. Ich wünschte, ich hätte eine Freundschaft wie eure. Oh, doch. Ich darf da sogar hin. Sieh nur. Lieferung kommt. Ich habe das Gefühl, auch das kommt noch später. Ja. Okay, na dann, ich würde behaupten, gehen wir noch fix zu Patricks Haus und gucken dann. Was ist los? Gibt's hier noch irgendwas? Na, sammle Haftnotizen. Ja, gut. 4 von 10 haben wir da, auch okay. Neue Kostüme. Ja, wen gibt's denn hier? Und jetzt alle, singen wir das Qualenlied. Entdecker Bob. Dann der Ritter, werdet zum tapferen Recken von Bikini Bottom. Vampir, gelb gelassen und ultra gruselig. Und das Hausmädchen, irgendjemand muss ja die Arbeit erledigen. Huch! Okay. Da ist noch was. Da hinten. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier bei Patricks Haus. Na toll. Jetzt ist mein Stein voller Schneckenschleim. Ich habe ihn doch erst beim Einzug sauber gemacht. Oh nein. Ach Gott, da ist ja sogar noch eine Schnecke dran. Ich weiß, wie schwierig die Lage ist. Aber könntest du bitte nicht so jammern? Ich versuche mich zu konzentrieren. Mensch! Das war pures Glück. Apropos, gute Neuigkeiten. Ich habe euren Tentakelfreund gefunden. Bring mir einfach mehr Gelee und mit deinem neuen kosmischen Kostüm gelangst du zu ihm. Ich denke, ich bleibe hier und schlafe unter meinem Stein. Sorry, Patrick. Ballons und schwere Steine sind keine gute Kombination. Das stimmt. Außerdem müssen wir Thaddäus retten. Ich weiß nicht, ob schwere Steine und irgendwas eine gute Kombination sind. Schuldet er mir ein Nickerchen? Ich sehe aus wie jemand aus der Steinzeit. Wie ein Trottel, der unter einem Stein lebt. Genau. Das ist ja noch fast besser als das Hausmädchenkostüm. Was ist das hier eigentlich mit? Ah, okay. Nur die Kürbisse lächeln. Oh, stimmt. Was ist so lustig? Ah, da. Dafür ist das da. Eine weitere Haftnotiz geschafft. So, jetzt möchte ich aber noch gerne dahin. Genau, an Gary vorbei. Hier links ist noch etwas. Jemand hat geschmolzenen Käse auf den Boden verteilt. Patrick, ich glaube, das ist heiße Lava. Ah, dann ja. Kann ich mir was von hier diesem Lava-Käse. Alter? Okay. Ein kleiner Klaps reicht schon. Na komm, ich rede mal kurz mit ihr. Oh, SpongeBob, da bist du ja. Dass ich das mal sage. Ich brauche deine Hilfe. Alles für meine Lieblingslehrerin. Dieses Gelee-Zeug hat alle guten Nudelsterne ruiniert. Ohne sie kann ich keine Schüler belohnen. Ich brauche neue Sterne. Keine Sorge, Mrs. Puff. Ihre beste Nudel ist Ihnen in der Not stets zu dienen. Vor allem die beste Nudel ist gerade ziemlich neandertalermäßig angezogen. Danke, SpongeBob. Okay, sammle gute Nudelsterne. Ich weiß nicht, ob hier jetzt welche sind. Also, wo diese... Oh. Oh nein, Seebären! Schnell, mal einen Kreis um dich herum.
Irgendwie sind die ziemlich harmlos. Übersehe ich hier gerade irgendwas? Naja. Wir werden das alles schon finden noch irgendwann. Also, danke fürs Zusehen. Das nächste Mal machen wir dann weiter hier. Okay. Halte durch, Thaddäus. Deine zwei besten Freunde auf der Welt werden dich retten. Ob er das auch so sieht. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir rennen, Thaddäus. Ciao, Mädel.